Als informeller Gedankenaustausch gilt der Schurfix von Bezirkshauptmann Philipp Einzinger gemeinsam mit Wirtschaftskammerobmann Franz Seiwert. Diesmal trafen die Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Politik im Raiffeisenforum in Mödling zusammen. Diese Einrichtung bewährt sich seit vielen, vielen Jahren. Alle Entscheidungsträger hier im Bezirk, und zwar sowohl aus der Wirtschaft als auch aus der öffentlichen Verwaltung und Politik, haben hier die Möglichkeit, sich erstens im großen Kreis auszutauschen, aber dann auch individuell, je nach Bedarf, Informationen weiterzugeben, Neues zu erfragen und auch die Kooperation zu stärken. Ich freue mich sehr, dass ich als Vertreter der jungen Wirtschaft da dabei sein darf. Netzwerken ist für uns wichtig, das ist ganz klar. Gerade als Jungunternehmer wird man in solche Kreise vielleicht nicht so rasch aufgenommen, tut man sich ein bisschen schwer. Deswegen ist es uns wichtig, hier dabei zu sein, um eben auch diese Barriere aufzulockern für junge Unternehmer, diesen Start zu schaffen und entsprechend zu netzwerken mit den Behörden und allen ihren Umfeld, sage ich einmal. Wir waren sehr glücklich, dass so viele teilgenommen haben oder noch immer teilnehmen, wie man hört. Es ist ein sehr flexibler Stammtisch in sehr lockerer Art und Weise. Und ich habe selber sehr viele neue Informationen aufgenommen und auch es wurde sehr viel kommuniziert und genau das wollen wir. Das Schurfix als solches, das wir mit der Bezirkshauptmannschaft gemeinsam initiiert haben vor einigen Jahren, hat sich wirklich zu einer hervorragenden kommunikativen Veranstaltung etabliert. Wir freuen uns natürlich, wenn wir gerade in diesem Rahmen auch unsere Unternehmer präsentieren dürfen und auch die Banken, speziell hier die Raiffeisenbank, ist ein Unternehmen, das wir als Wirtschaftskammer vertreten. Wir waren auch schon an anderen Orten und heute durften wir also die Gastfreundschaft eben dieses Unternehmens genießen und ich möchte mich auch in diesem Rahmen, in diesem Interview dafür ganz herzlich bedanken. Wir tauschen uns hier aus und jeder hat so seine Erfahrungen mit Kunden, Kundinnen, mit neuen Entwicklungen, aber auch mit der Zusammenarbeit. Ich glaube, das ist beispielhaft, wie hier in Mödling alle Entscheidungsträger sich vernetzen und miteinander für die Bürgerinnen und Bürger da sind. Ich rufe auf, zu allen Wahlen zu gehen, auch ganz besonders natürlich zu den Wirtschaftskammerwahlen. Für uns Junge ist es wichtig, wir wählen hier Vertreter für die nächsten 5 Jahre. Die Chance hat man alle 5 Jahre, die ist jetzt im Februar da. Und gerade wir Jungen sollten hier die Chance nützen. Gehen wir hin, wählen wir unsere Vertreter. Wir sind sehr aktiv dahinter. Aktuell laufen gerade die Wahlkartenanträge. Das heißt, es gibt auch wirklich ein tolles Service seitens der Wirtschaftskammer, dass man nicht hingehen muss auf die Wirtschaftskammer wählen. Man kann sich die Wahlkarte sozusagen zuschicken lassen nach Hause und von dort, sage ich einmal, ganz leicht wählen. Und ich glaube, die Chance sollte man nützen. Ende Februar geht es dann los. Ja, wie wir heute in der Diskussion gehört haben, ist diese Art des Austausches in Wirklichkeit ein Ding, das es nahezu nirgendwo gibt. Wir haben hier die höchsten Beamtenvertreter, wir haben die Bankenvertreter, wir haben die Institutionen wie Blaulichtorganisationen, wir haben aber auch die regionalen politischen Vertreter aller Parteien. Und hier wird in einem Rahmen, der also out of record ist, sehr, sehr viel besprochen und auch Probleme angesprochen. Und zwar auf eine Art und Weise, wie man sich es in Wirklichkeit nur wünschen kann. Eine für mich ganz, ganz tolle Veranstaltung, wo wir alle etwas hören und lernen können. Ich hoffe, wir machen Beispiel und es gibt also diese Dinge auch in einer anderen Ebene.